Moin Leute, da bin ich wieder mit einer neuen Folge von Star Wars Jedi Fallen Order. Wir sind auf Zepho unterwegs. Und checken jetzt mal ab, was uns hier so erwartet. Mein Gefühl sagt mir, dass hier noch was Schlimmes kommt. Fahrstuhl fahren. Okay. Wir kommen der Sache näher. Ich hab's schon vorhin gespürt. Das ist so ein Gefühl tief unten im Bauch. Erst hatte ich Grease Kochkunst in Verdacht. Aber jetzt wird es stärker. Je näher wir kommen, desto schlechter geht's mir. Na toll. Das ist nichts Gutes. Ah, ein Speicherpunkt. Das ist schon mal gut. Da ist nichts. Okay, dann speichern wir einmal ab. Erholen uns einmal. Ich werde auch nicht alle Sachen in diesem Let's Play suchen gehen, also. Holla, die Waldfee. Habt ihr etwas gesehen? Nicht autorisierter Abgang. Ihre Überlebenswahrscheinlichkeit ist gering. Sehr gering. Der Jedi ist schwer zu treffen. Ich glaube, ich bin fertig. Benötige Wartung. Hui. BD! Irgendwann geht ihm die Zins aus. Wartet nur. Kein leichtes Ziel. Bestätige Treffer. Verdammt. Hilf mir bitte. Eindringling ist dem Schlag ausgewichen. Dafür lassen wir dich bezahlen. Ich kann durchkommen. Ja, nun renn doch! Junge! BD, wirf mir einen Swim rüber. So, Upgrade. Eine Seilrutsche? Mit dem Motor müsste es gehen. Wie ist das denn? Cool.
ein Weg zum Grab sein. Okay. Da komme ich noch nicht rein. Okay. Ey, die Typen sind mir gerade übelst auf die Nerven gegangen, ne? Genau das haben wir gebraucht. So. Okay. Da links ist scheinbar nichts. Aber schauen wir uns das trotzdem an. Ne, da kommt ein Fahrstuhl, wenn dann. Ja, da wird irgendwann ein Fahrstuhl kommen. Hier mal schauen. Okay, das führt mich zum Anfang zurück. Gehen wir, BD. Das ist doof. Oh. Ist aber knapp bemessen. So. Absturz. Nein, BD1, wir machen jetzt diese Tür nicht auf. Was ist das? Sofort weg da! Feuer frei! Ha. Okay. Ich sehe dich, Jedi. Sag nochmal zu! Da ist jemand unsicher. Lass das mal! Komm schon, greif mich an!
Hilfe, BD! Schneller als ich dachte! Gib mir mehr! Irgendwas Interessantes? Alter! BD, kannst du mir helfen? Der war schon ein bisschen kniffliger. Das ist doch hier so eine Wandlauf. Jo. Okay. In Eile zurückgelassenes Werkzeug. Die Arbeiter sollten Relikte finden und scherten sich kein Stück um die Geschichte. Gut. Meditationspunkt ist hier leider nicht. Hab ich da drinnen was übersehen? So, okay, weiter geht's. Solche Dauersprungpassagen mag ich irgendwie gar nicht. Okay, da geht's dann weiter. Ja, es kann passieren, dass dieser Part dann länger wird als sonst. Ich irgendwie so das Gefühl habe, dass bald was passieren wird. Dass wir uns einem Boss nähern. Ich wollte ja den da haben, ne? Ne. Okay, alles gut. So, weiter geht's. Okay. Cal Kestis. Wie berechenbar. Oh ja, ich kenne deinen Namen. Dein Leben. Und was viel wichtiger ist, ich weiß von Cordova. Sag mir, wo hat er das Holocron versteckt? Großartig. Das war gar nichts. Jetzt bitte. Das ist viel zu einfach. Du bist schwach und glanzlos. Hier drüben.
Jetzt, bitte! Du blutest wie alle anderen. Das war gar nichts. Hilf mir, bitte! Ich vernichte dich. Du kannst nicht ewig davonlaufen. Bitte, stimm zu mir. Alter. Dein Untergang rückt näher. Ich habe schon viel Schlimmeres ertragen. Na schön, dem Nächsten entgehst du nicht. Puh. Ich hab schon viel Schlimmeres ertragen. Oh, Alter. Oh, Junge. Du lernst dazu? Nicht so begabt wie Sears letzte Schülerin, aber nicht schlecht. Sag bloß, du hast mitgezählt. Ach, sie hat nichts gesagt. Sear konnte noch nie ein Geheimnis für sich bewahren. Du kennst sie so gut, was? Oh. Sie war schwach? Zerbrochen an der Folter des Imperiums. Sie gab die Position ihres naiven Padawan preis. Sie hat mich nie gefunden. Wäre sie nicht gewesen. Sie hat mich verraten. Du bist Triller. Leibhaftig. Ich lass mich von dir nicht manipulieren. Bist du dir da sicher? Sie hatte die Wahl, sich selbst zu schützen oder ihren Padawan. Sie wählte Eigennutz. Sie wird auch dich verraten. Weißt du, ich kann auf mich aufpassen. Kannst du dieses Risiko denn eingehen? Deine neue Meisterin trägt große Dunkelheit in ihr. Ihr Blick, als sie sah, was sie mir angetan hatten, wie ich jetzt bin. Sie wandte sich ab,
Ihre wahre Natur kam hervor. Sie nutzte die dunkle Seite. Sie hat sich aber von der Macht gelöst. Oh? Wann wird sie einknicken und auch dich verraten? Sie willst du neben dir haben, wenn du das Holocron findest? Was würde Jaro T'Pol sagen? Du hast kein Recht, seinen Namen auszusprechen. Ich frage mich, was würde er jetzt über seinen Padawan denken, der im Schatten mit einer Verräterin paktiert, ihr Zugang gewährt zu einer Legion beeinflussbarer Schüler? Nein. Niemand wird sie korrumpieren. Ja, so habe ich auch mal gedacht. Autsch. Okay. Ich bin fast tot. Oh nein. Na gut, das geht ja noch. Bin ich jetzt wieder hier unten bei den Grabwächtern, oder? Danke für die Hilfe, BD. Du hast mich gerettet. Und uns näher zum Grab gebracht. Da ist was Grünes. Was ist denn das? Ach, da ist eine Wand. Okay. Oh ja, ein Speicherpunkt. Danke. Puh. Das wurde eben zum Ende hin nochmal richtig knapp, Leute. Ja, das war es dann auf jeden Fall mit dem Part. Leider waren da wieder ein paar Frame-Einbrüche drin. Keine Ahnung warum. Auf jeden Fall viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao.